Tatsache. Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egerson und grüße euch recht herzlich zu XCOM UFO Defense. Und wir schauen uns dieses überknackige Intro erstmal an, wo wir gerade ungefähr 10 Minuten oder eine Viertelstunde da gesessen sind, um euch das präsentieren zu können. Okay, dann muss ich das mit der Maus machen. An meiner Seite ist heute der Alain. Ihr kennt ihn aus dem Portal 2 Let's Play Together. Hallo Alain. Hallo Markus. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können. Ja, ich freue mich auch, denn tatsächlich haben wir dieses Spiel schon einmal zusammen gespielt. Ich war hoffnungslos überfordert. Du warst an meiner Seite, um mir das Spiel nahe zu bringen. Aber aus dem das Intro ist einfach zu geil. Aber wir haben trotzdem die Erde gefailt. Ich glaube, der Tod ist auch nicht klar. Auch wir müssen mal gleich mal kleiner machen. Leiser machen. XCOM UFO Defense ist wirklich einer der ganz großen Klassiker der Spielegeschichte. In der Tat, ja. Und hat auch vor kurzem erst sein neuestes Remake, Rebirth, mehr genau. oder weniger, erfahren. Sind wir Englisch, Deutsche oder Französisch? Das können wir machen, wenn du möchtest. Sehr gut. Neues Spiel. Obwohl Französisch wäre nicht gut, wenn wir das beide nicht können. Also, doch, du kannst Französisch. Ja, aber un petit peu. Also nicht so, dass ich da wirklich ein Spiel mitspielen könnte. Wir nehmen die mittlere Schwierigkeitsstufe. Spiele wollen so gespielt werden. Wir müssen einen Stützpunkt auswählen. Was gilt es da zu beachten? Also ich kann immer nur aus meiner Erfahrung von früher sprechen. Früher heißt, ich habe das wirklich gespielt, als es rauskam. Das war irgendwann Mitte der 90er. Das heißt nicht, dass ich da alles richtig gemacht habe oder irgendwie spieloptimierend das irgendwie alles ausgeschöpft habe. Ich habe es einfach immer so gemacht. So, und ich habe das immer so gespielt, dass ich viel Terrain abdecken wollte, weil ich immer gedacht habe, ich möchte viel Land beschützen vor UFOs. Deswegen habe ich immer große Landmassen als Stützpunkt gewählt. Okay, da bildet sich jetzt natürlich der nordamerikanische Kontinent an. Oder der südamerikanische. Afrika. Aber was spricht gegen Afrika? Ich bin nicht ganz sicher. Es ist so, dass man, das Ziel des Spiels ist es ja, die Aliens abzuhalten, aber man braucht dafür Geld und es gibt Geldgebernationen und ich denke, dass Europa deshalb eine bessere Wahl ist, weil da sind viele Staaten. Ja. Stimmt aber so auch nicht. Ich glaube, die EU ist zusammengefasst als eine Union. Also wenn du dich irgendwo zwischen Europa und Russland deckst du wahrscheinlich viel ab oder du gehst sogar noch ein bisschen weiter südlich und versuchst so Afrika noch mit abzudecken. Irgendwie so. Wir entscheiden uns hier mal für Ungarn ungefähr und der Stützpunktname, wofür brauchen wir Stützpunkt? Also ist einfach für uns. Ja, also dann nehmen wir doch mal ein bisschen Atmosphäre zu enden. Stützpunkt. Oh, das Ü geht nicht. Ah ja. Wie wär's, wenn wir es einfach Stütz? Ah, okay, die Englisch. Das ist Basis. Basis, sehr gut. Basis 1. Ja. Oder Basis 0. Nee, da kommen wir noch durcheinander und glauben, dass sie Basis 1 ist. Ja, ist Basis 1. Sehr uninspiriert, gut. Aber sehr schön. Genau. Jetzt hast du auf die Basis geklickt und kriegst angezeigt, was da für Raumschiffe sind. Ah ja, sehr gut. Da haben wir den Sky Ranger. Mit dem können wir mit dem die Truppen. Missionen machen. Genau. Die Bodenmissionen können wir damit anfliegen. Und die Abfangjäger sind dafür da, um UFOs, die rumfliegen, kaputt zu schießen. Genau, das seht ihr auch hier, Waffenbesatzung, SWT. Es ist ein schwerer Waffenträger. Das ist ein Panzer. Genau. Oder so. Also der Sky Ranger hat eine Besatzung von 8, aber im Moment haben wir auch keinen UFO-Alarm, weswegen wir uns jetzt erstmal die Basis genauer anschauen werden. Mhm. Und dafür gehen wir auf Stützpunkte. Genau. Das hier ist eine Darstellung von oben unserer Basis. Genau. Und wir sehen hier unsere beiden Abfangjäger und unseren, wie heißt der Sky Ranger. Sky Ranger. Genau. Wir haben einen Aufzug, Quartiere, Labor, Hauptlager, kleines Radarsystem und die Werkstatt. Mhm. Wir können jetzt gleich noch einen neuen Stützpunkt bauen, aber ich glaube mal für den Anfang ist das Ich denke, das reicht erstmal. Ja.
Stützpunktinformationen, Personal verfügbar. Wir müssen jetzt nicht jede Kleinigkeit hier erforschen, sondern das Spiel erstmal spielen. Was würdest du empfehlen? Was sollte man zuerst machen? Als erstes würde ich eine Einrichtung bauen, weil das dauert viele Tage. Okay. Ja? Und zwar würde ich als erstes bauen, zumindest habe ich es immer so gemacht, ich habe erstmal ein großes Radarsystem gebaut, ja. Weil du hast momentan nur ein kleines. Ja. Das kostet dich was, aber es dauert ja auch 25 Tage. Das heißt, du kannst bald mehr Regionen abdecken mit deinem Stützpunkt, deswegen würde ich das bauen. Wunderbar. Haben wir das jetzt gebaut? Nee, du musst irgendwo dir aussuchen, wo du es hinbauen möchtest. Ah, I see. Ist ja fast schon wie beim ersten SimCity. Und ehrlich gesagt, ich habe immer noch ein Labor gebaut, um schneller forschen zu können. Ja. Dafür brauchen wir aber erstmal Wissenschaftler und ja. Okay, wir haben 10 Wissenschaftler haben wir schon. Und keiner eingesetzt. Das bedeutet, da machen wir doch gleich ein neues Forschungsprojekt. Laserwaffen, Bewegungsscanner oder Sunny-Tasche. Ich bin für Laserwaffen, einfach nur, weil Laserwaffen unglaublich cool sind. Projekt starten, Wissenschaftler verfügbar, 10, Laborraum 50. Ah ja, hier erhöhen. Genau. Machen wir alle an dieses eine Projekt, damit die Laserwaffen schnell abgeschlossen werden können. Dann, sind wir soweit für den Anfang gerüstet? Also ich würde als allererstes jetzt noch 40 weitere Wissenschaftler kaufen. Du bist jemand, der auf Forschung geht, sehe ich schon. Ja, weil du brauchst für alles die Wissenschaftler. Auch wenn du Waffen findest von den Aliens, müssen die erst erforscht werden. Ja. Und du brauchst einfach, also ich habe das immer so gespielt, dass ich viele Wissenschaftler wollte. Wie viel 10? Ich hätte jetzt 40 gekauft. 40, okay. Mein ganzes Geld auch fast dafür rausgeballert. Müssen wir mehr Quartiere bauen. Ja. Weil du hattest noch 40, du hast ja gesehen, du hattest eben im Labor noch 40 freie Plätze. Und um das auszuschöpfen, hätte ich jetzt 40 gekauft, wenn es gegangen wäre. Ist es nicht, wenn du am Anfang nur auf Quartiere, so auch diese Tech-Schiene fährst, bist du dann nicht angreifbar von den Aliens, wenn die jetzt sehr aggressiv vorgehen zum Beispiel. Vielleicht, aber ich wüsste nicht, was sie machen können. Also sie können, ganz am Anfang würden sie deinen Stützpunkt noch nicht angreifen, glaube ich. Das heißt, du könntest jetzt aber auch eine Raketenabwehr oder so bauen in deinen Stützpunkt. Okay. Aber du brauchst ja, also um deine Bodentruppen auszurüsten, brauchst du Wissenschaftler erstmal, die neue Technik erforschen. Und momentan sind wir technologisch auf dem Stand von... Ja, von heute quasi. ein bisschen weiter als heute, 2000 irgendwas. Wo sind wir hier? 1999. 1999, das war damals 5 Jahre in der Zukunft, glaube ich. Ja. Ja, genau. Lass mal schneller laufen lassen und hoffen, dass wir ein UFO finden. Und tatsächlich ein sehr kleines UFO in hoher Höhe, Kurs Richtung Westen, Geschwindigkeit 2200. UFO zentrieren. Und da ist es ja direkt bei unserer Basis. Was mache ich jetzt? Ich nehme Abfang. Abfang, nehme Abfangjäger 1 und schicke ihn dorthin. Okay. Und der Abfangjäger 2, den schicke ich auch. Und zwar, es ist ja Richtung Westen unterwegs, das schicke ich dann dorthin. Okay, wie komme ich weiter näher rein? Ist rechts unten auf dem Bildschirm ein... Da. Oh, da sehen wir sogar... Wunderbar, hier die Karte. Unglaublich. Und. Ich erkenne gerade gar nichts. Ich glaube, es ist hier gerade über Berlin und das ist unsere beiden Abfangjäger. Aber. Du kannst die Zeit, glaube ich, auch ein bisschen. Genau. Ja, komm schon. Oh, jetzt fliegt's weg. Ja. Nochmal langsamer und sag ihm hier. Kann ich ihn hier so anwählen? Genau. Ein neues Ziel wählen. Kann es direkt anklicken? Ja. Aber ich denke, er wird nicht schneller sein als der Abfangjäger der andere, ne? Ja, gut, aber trotzdem, dass er... Was ist das? Jetzt musst du das UFO angreifen. Du kannst jetzt rechts eine Angriffsart auswählen. Da solltest du... kannst auf irgendwas klicken, ziehen. Auf irgendwas? Okay. Das ist jetzt Fernangriff. Ja. dann hält er es auf Distanz und... Ach, guck mal, der zweite hat sich doch gelohnt. Sehr gut. Oder? Ja, jetzt haben wir es aber. Wenn es mehr abstürzt, haben wir ein Problem, oder? Nö, dann müssen wir keine Mission machen, um es zu bergen, was ganz angenehm ist. Aber wir kriegen auch keine tollen Items. Okay. Quasi. Also die Story des Spiels ist tatsächlich, UFOs greifen die Erde an und die Erde hat sich zusammengeschlossen, um eben diese XCOM zu gründen, um die
den UFOs Einhalt zu gebieten. Genau, aber die Erde, das ist eigentlich ganz nett, finde ich auch von der Story halt. Die Erde steht halt nicht geeint dahinter. Deswegen musst du jedes Mal wieder um deine Berechtigung kämpfen, quasi, weil du ja Gelder haben willst, weil die sagen alle, oh, jetzt fliegen wir direkt. Genau, fliegen irgendwas. Jetzt schießt du nicht. Genau, okay. So schießt. Standardangriff, sehr gut. Ich komme mit diesem Interface nicht ganz zurecht. Ich sehe nicht ganz, was hier vor sich geht. Es passiert gerade gar nichts, weil du nicht nah genug drankommst, um zu feuern. Ah ja, gut. Aber es sieht doch schon so aus, als ob man da fast... Ja, machen wir ein bisschen schneller. Genau, wenn es dann wegfliegt, zur Not fliegt es halt weg, dann ignorieren wir es halt. Naja, wenigstens richtig wir versuchen es ja. Ein, ne? Genau, es landet nicht. Später kannst du auch angezeigt bekommen, was die Mission dieses einzelnen Raumschiffs ist, wenn du bessere Systeme hast. Dann weißt du, ob das ein Scout ist oder ob das Menschen entführen will oder ob das einen Stützpunkt errichten will. Wow. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer rausgezoomt und einfach auf 5 Minuten gestellt und gehofft, dass ich es kriege. Und wenn ich es nicht kriege, kriegst du es nicht, ja? Also das scheint auch zu schnell zu sein einfach für uns, ja. Ja, da hast du noch nicht bei genug. Nun gut, zurück zum Stützpunkt. Genau, kannst einen zurück zum Stützpunkt, einen zur letzten bekannten UFO-Position. Okay. Und patrouilliert jetzt. Ah ja, genau, sehr schön. Bleibt er da stehen, zur Not schickst du ihn halt. Ah, ist natürlich raffiniert, weil man dann, wenn sich ein UFO hier mittendrin aufhalten sollte... Dann würdest du es jetzt sehen, genau. Okay. Okay. Was? Also okay oder okay und auf 5 Sekunden die Zeit stellen. Ah, nö, braucht man nicht. Genau. Passiert da eh nichts. Wobei, wie viel Tag? Ah, ne, wir haben erstmal gerade einen Tag vergangen. Okay, dann machen wir noch schneller, eine Stunde. Du könntest noch gucken, dass du in der Zeit, wo kein UFO da ist, dich mal mit deinen Soldaten anguckst, was die so, wie die ausgestattet sind. Ja. Dafür muss ich Stützpunkte und dort zu den Soldaten. Und dann haben wir hier Christel Hafner. Einfacher Soldat im Sky Ranger. Also wir könnten jetzt super Micromanagement betreiben, jetzt genau gucken, wer von denen kann gut werfen, dem würden wir eher dann uns merken und Granaten geben und du kannst ihnen auch einen anderen lustigen Namen geben, wenn du das möchtest. Ah, da sind hier die Zuschauer gefragt. Falls ihr hier mitspielen wollt, gebt mir in den Kommentaren Bescheid. Die ersten 8 werden dann auch von mir benannt. Du könntest ihnen eine Rüstung zuweisen, aber wir haben noch keine Rüstung erforscht oder gebaut, also eigentlich... Eigentlich habe ich dich jetzt dazu gedrängt, dich die anzugucken, aber ehrlich gesagt, eigentlich die einzelnen Soldaten musst du dir doch nicht angucken. Ja. Vielleicht nur die Ausrüstung, die du mit auf die Mission nimmst. Ich würde sagen, das machen wir bei der ersten Mission und lassen wir mal die Soldaten sein. Okay. Okay. Dann gehen wir wieder raus und machen mal wieder schneller, in der Hoffnung, dass jetzt demnächst ein UFO kommt. Ja, ein Tag ist zu schnell vorbei. Wenn UFO kommt. Wow. Ah, 20 Wissenschaftler sind in der Basis eingetroffen. Dann können wir sofort ein neues Forschungsprojekt machen, ne? Oder die zu einem alten dazuweisen. Ah ja. Forschung. Laserwaffen. Ah ja, machen wir doch hier. Alle auf die Laserwaffen. 30 Forscher. Ja gut, es gibt ja bestimmt genügend Forschungs... Oh ja. Projekte auch in der Realität, wo mehr als 30 Forscher zusammenarbeiten. Okay. Jetzt will ich aber... Ah, Forschung abgeschlossen. Ah, du hast die Berichte nicht angeschaut. Welche Berichte? Du hast auf okay geklickt, nicht auf Bericht. Ist aber nicht schlimm. Okay. Das war einfach nur... Das fand ich aber eigentlich immer das Schöne im Spiel. Du hast dann so eine Enzyklopädie, die sich immer weiter erweitert. Ja. Die auch mit schönen Bildern ausgestattet ist. Und da hättest du jetzt Details erfahren über Laserwaffen quasi. Ah, da schau her. UFO! Okay, und auf 5 Sekunden stellen. Sehr gut. Hier oben ist es. Ist es natürlich nur dieser Abfangjäger. Hoppla. Ja, natürlich Abfangmanöver starten. Und zwar mit dem 1er, der ja... Okay. Ach, schicken wir den 2er auch noch hin. Vielleicht. Hoppla, nee, warte. Also eigentlich brauchst du den 2. nicht schicken, weil du kriegst dieses kleine UFO kaputt, ja. Okay. Also mit dem 1, das sollte funktionieren. Also du kriegst da die Distanz der Waffen, klick einfach nur drauf. Der Waffen angezeigt. Standardangriff heißt, er lässt es jetzt UFO rankommen und schießt jetzt erstmal gleich mit der Rakete. Oh, fein. Das hatte ich so auch noch nicht so, aber. Jedes Mal, wenn wir dieses Spiel spielen, sagst du, das hatte ich auch noch nicht so. Letztes Mal haben wir elend verloren, gleich nach wenigen Minuten, weil unglaublich starke Aliens da
Okay, wie wär's, wenn ich mal... Ja, das mal direkt auf Feuer. Überfall. Dann lässt du es ganz nah ran und schießt und schießt und schießt sogar mit Geschützen und Raketen und alles raus. Wenn man reinkommt, das gibt's nicht. Okay, weißt du, was wir machen sollten? Was? Wenn das gleich nicht klappt. Oh, es ist gelandet. Mach langsam, ganz langsam, ganz langsam. Okay, jetzt fliegst du da schnell mit dem Sky Ranger hin, weil es ist gelandet. Ah, es ist gelandet. Oh! Jetzt musst du schnell reagieren. Wo denn? Sonst, da, wo der... Da ist ein grüner Punkt, den siehst du noch nicht, weil der gelbe Punkt oben drüber ist. Der hier? Ja, da ist es gelandet. Okay. Schick schnell den. Nee, Abfangjäger 1. Nee, abbrechen. Abbrechen. Ich würde auf Abfangen klicken, quasi. Und dann jetzt den Sky Ranger hinschicken. Ah, ja, natürlich. Wir wollen ja mit unseren Leuten dorthin. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich für uns sogar ziemlich cool, wenn wir diese Mission machen könnten. Ja. Weil... dass dieses UFO, was da jetzt landet, hat garantiert ein intaktes Cockpit, ein intaktes Das heißt, vor allem Antriebssystem. Genau. Beginnen! Mit so einer ersten Mission. Wo ist es denn? Achso, ich habe die Musik jetzt ganz leiser gestellt, aber die Ingame-Optionen lassen es, glaube ich, leider nicht zu. Deswegen hoffe ich mal, dass man es trotzdem versteht. Wenn nicht, in der nächsten Folge ist es dann alles besser. So, Crystal. Die können wir jetzt mit mehr Waffen versorgen. Ja, und wir haben also, eigentlich nur noch. Ja. Du sagtest vorhin, du wolltest es bei der ersten Mission machen. Du kannst nicht deine Soldaten ausrüsten, wenn du das Flugzeug schon weggeschickt hast. Das ist nämlich so immer diese Sache. Das heißt, du hast jetzt nur die Waffen dabei, die du wirklich gesagt hattest, die von Anfang an dabei waren, quasi. XCOM ist ein rundenbasiertes Strategiespiel und hier ist die erste Runde. Das ist der Sky Ranger, hier sind unsere 8 Leute, oder doch, 8. Mhm. Und jetzt müssen wir nochmal helfen mit der rechten Maus. Also erstmal siehst du jetzt, dass was ganz Wichtiges ist, ist, dass du siehst schon ein Alien, da steht, ist eine blinkende 1 da unten. Matt, wo? Rechts unten. Ah, ja. Ja. Keine Ahnung. Die Steuerung ist so frickelig. Oh. Und da könntest du einmal versuchen, ob du direkt nicht drauf schießen kannst. Ja. Okay. Ich weiß es nur leider nicht mehr. Du klickst auf die Waffe, mit der du schießen möchtest. Ah ja, nehmen wir doch die große hier. Mhm. Zielschuss. Ah ja, genau. Zeiteinheiten ist Genauigkeit 39%. Schnellschuss wäre Genauigkeit 21%, braucht aber weniger Zeiteinheiten. Mhm. Und ich habe immer viele Autoschüsse gemacht, weil Autoschüsse schießt er gleich dreimal. Ja. Und am Anfang treffen die mit den Waffen eh nichts. Also, ah ja. Aber 12% ist ja echt sau wenig. Ich kann es auch einen Zielschuss. Also das musst du einfach so ein bisschen probieren. Ich mach mal einen Zielschuss auf. Wo ist er? Wo steht er hier? Nicht, dass das... Okay, er geht automatisch raus. Ah, es steht hier vor unserem... Was ist, wenn er jetzt das Raumschiff kaputt macht? Dann sind wir alle tot. ich glaube, das Raumschiff kann er nicht kaputt machen. Okay. Crystal, ja, hier unten steht, was sie... da musst du nochmal mir... Ach so, ja, das ist nur, wie viel Zeiteinheiten du sparen möchtest. Dass sie sich noch knien kann, das kannst du erstmal ignorieren. Da unten steht ihr, der grüne Balken ist einfach ihre Zeiteinheiten. Hm, ich würde sie jetzt noch knien, damit sie nicht getroffen wird. Ja. Der Knien und ist über dem gelben. Hier? Ja. Okay. Das hat sie sich hingekniet. Was und, meinst du sehen? Ja, du könntest auf den Button klicken, dass du sie siehst. Das ist der mittlere Button, da genau der. Oh nee, doch nicht. Vielleicht ist es doch der dort. Genau. Ja. Dann gehen wir zum nächsten unserer Leute und schießen dann auch nochmal. Genau, wahrscheinlich wirst du nur mit der anderen Frau rechts vorne. Du hast irgendwie nur blonde Frauen in deiner Crew. Und blonde Männer. Vielleicht sind die auch alle blond, ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Und die kann das Alien auch sehen. Ja. Ich könnte es jetzt auch mit drauf schießen. Ja, machen wir noch. In der Hoffnung, dass das Alien dann stirbt. Das ist eine Etage weiter unten. Deswegen muss ich hier... Nee, wo muss das ich? Sind die Dächer, du musst auf rechts daneben jetzt einen Stockwerk tiefer gucken. Genau. Okay. Und erst die Waffe anklicken. Nicht, dass dann nehmen wir wieder die große Waffe und ja, kann ruhig einen Zielschuss nehmen, denn... Zum Beispiel die Frau kann scheinend besser schießen. Treffer! Nee, du hast niemanden getroffen. Oh, können wir nochmal schießen? Nicht genügend Zeit anhalten. Nun denn. Das bedeutet, wir nehmen wieder den nächsten und gehen damit einen Schritt vor, weil sonst treffen wir uns selbst, oder? Ja, das wird nicht gehen, weil die anderen im Weg stehen. Das heißt, die Runde ist für uns beendet? Ja, ich würde die Frau vielleicht noch knien. Ja. Vielleicht kannst du dann mit der links, mit der Frau da hinten, mit der anderen, könntest du es eben vielleicht auch sehen. Weiß ich nicht. Ah ja, doch. Da ist guck mal, die sehen das ja alle. Ach, du kannst mit denen auch noch drauf feuern. Ja, dann machen wir das. Wenn wir uns jetzt selbst abschießen, dann... Ja, doof. Aber was gelernt. Aber scheint gut zu sehen. Haha! Es ist tot! Sehr gut. Jetzt aber kein, der da raus kann und es bergen, ne?
Nee, aber in der nächsten Runde erstmal. Ja. Okay, das war's dann auch für die Runde. Ne, das ist die Mission abbrechen. Ja. Das ist die Runde wählen. Oh Gott, das ist ja toll, dass sie diese beiden Buttons genau nebeneinander gemacht haben. Das hier ist Runde beenden. Okay, versteckte Bewegung. Okay, unser Raumschiff kriegt was ab. Von vielen Seiten. Ah! Wir haben schon einen... Ein Todesfall, ja, scheint so. Ja, ein Todesfall. Das heißt, es gibt nur noch 7 Namen. Aber jetzt sind wir wieder dran. Sie ist aber nicht tot? Nicht? Nee, ich glaube nicht. Oh doch. Läufst du auf sie drauf? Oh Gott! Klick mal auf dein Inventar. Du könntest jetzt sogar in deinen Rucksack stecken. Nein. Da ist es hier? Nee, rechts daneben. Ja. Ah ja. Oh mein Gott! Es ist makaber! Aber hat es, ich meine... Ja. Also ein Vorteil? Das hat einen Sinn. Sagen wir, du wolltest die Mission abbrechen. Ja. Du könntest mit einem anderen Soldaten zu einem Bewusstlosen hin. Ja. Ihn in deinen Rucksack packen und mit nach Hause nehmen. Ach, ein Bewusstloser, okay. Ich weiß nicht, ob sie tot ist. Ich weiß nicht mehr genau, ob da eine Message kommt, wenn die tot sind. Ja. Toter, hier steht Toter. Ah, oh. Ich lasse sie mal auf dem Boden liegen. Sie liegt ja eh noch im Raumschiff, von daher müsste sie ja... Ja. Mitgenommen werden können. Okay, kann ich hier mit der rechten Maustaste einfach gucken, ja, und mit der linken laufen, aber... Ah ja, eigentlich so weit, weil dann mache ich mich dann, schon wieder alle Zeiten halt verbrauchen. Ja, also, wir sind jetzt, natürlich haben wir jetzt echt gleich wieder irgendwie ein hartes Los. Wir haben das Raumschiff nicht zerschossen, ja? Ja. Das heißt, es sind alle Aliens am Leben, die in diesem Raumschiff sind. Ja. Plus, du hast momentan Waffen, mit denen du noch nicht mit einem Schuss tötest. Das heißt, es könnte eine... Also die Missionen, die ersten, sind wirklich die anstrengendsten, ja? Ach, das ist ja klar. Du hättest auch warten können und erstmal Laserwaffen fertig erforschen, bevor du die erste Mission machst. Du siehst die ganze Zeit ein Alien, ne? Ah ja, stimmt, da hinten müsste eigentlich schon eins. Mhm. Da kann ich schon drauf schießen. Vielleicht, ja. Probieren wir es mal. Ah ja, genau. Dafür hast du nicht genug Zeit danach. Verdammt. Ich würde dir den... Ja, den Schnellschuss. Sehr gut, du hast getroffen. Oh, aber tot ist es nicht. Nee. Aber ich schon der Schuss. Nein, dann kannst du noch hinknien. Genau, ja, das kostet immer 4. Mhm. Wenn die am Anfang Soldaten sterben, ist nicht so schlimm, weil die sind ja nicht so hoch gelevelt. Also die leveln sich wirklich auch je nach Abschüssen und an wie viele Missionen sie teilgenommen haben. Ja. Du siehst das Alien, ne? Genau. Noch 34 Zeiteinheiten. Dann jo, machen wir doch einen Schnellschuss für 40% Genauigkeit. Ich hoffe mal, dass man das Alien... Und du weißt es, rechts ist noch eins, ne? Rechts ist noch ein Alien. Das hat vorhin auch auf uns geschossen in seiner Runde. Da rechts müsste irgendwo auch eins sein. Aber erstmal das eine, weißt du? Eins ist anderen. Das nicht das UFO? Mhm. Okay. Genau. Ja, erstmal alle hier raus, würde ich sagen. Wobei, wenn dann die eine Granate werfen, sind wir alle tot. Ich meine, ja, das ist richtig. Ja. Aber rausschicken ist auch noch gut, ja. Guck, der sieht eins, ja? Vielleicht ist das nicht dasselbe. Klick mal auf die 1, vielleicht ist es ein anderes. Guck, nee, es ist das. Ja, doch, doch. Zielschuss hat er. Ah, jetzt hat er nicht genügend. Ah! Und das ist wirklich auch das. Ich finde, das Spiel hat eine unglaubliche Tiefe, weil wirklich jetzt. Sehr gut, nochmal getroffen. Oh, ist trotzdem nicht tot. Ich hast noch einen Schnellschuss und einen Autoschuss. Ich würde erstmal hier, glaube ich, zur Seite gehen. Es hat halt eine riesen Tiefe. Ich hab schon wieder jemand anders, ja. Auch wie viel. Oh, siehst du das? Ist das ein Alien? Vor dir, ja. Wie, und die alle haben es nicht gesehen? Nein. Das ist die schlimmste Militärtruppe ever. Jetzt hat er nur so ein 54%, das steht vor deiner Nase. Und warum darf es jetzt schießen? Wenn du Zeiteinheiten übrig hast, die übrig lässt, für die dann kannst du noch Autoschüsse zurückfeuern. Sogar bis zu 3-mal. Wenn es einen Autoschuss zurückfeuert, dann... Okay, ihr seht schon, sehr komplexes Spiel. Ich wehrt dem Spiel, glaube ich. Oh, guck mal. Das hat eine Riesenwumme. Aber? Sie hat eine Riesenwumme. Das wirst du treffen, das ist so nah. Yeah! Sehr gut. Alien Bastards, ey. Genau, also das hat eine unglaubliche Tiefe. Insofern, dass du zum Beispiel wirklich Gewicht, ja? Jede Waffe hat ein Gewicht und das beeinflusst deine Zeiteinheiten wieder, die du zur Verfügung hast. Und du kannst da unglaublich viel Micromanagement... du hättest fast auf den geschossen.
Ja, wollte ich auch. Der hat die andere so blöd angeguckt und sich letzte Nacht nicht mehr gemeldet, nachdem wir zusammen essen waren. Der Grigori. Genau. Kann er noch 18 sein, dann halten? Dann oh, da sieht er auch einen Alien. Oh Gott, wer sind von Aliens umgeben? Zum Glück sind es die Sektoiden, weil die haben eine ganz zarte Haut. Sterben schnell. Also es gibt wirklich welche, die würdest du mit so einem Gewehr nicht kleinkriegen. Ja? Da würdest du 3, 4, 5 Mal drauf feuern. Das war das, wo wir das letzte Mal so verloren haben. Ah ja. Also, manche kriegst du einfach so früh noch nicht klein. Helga hat keine. Okay, dann war es das für die Runde. Mhm. Also wie gesagt, Veteranen von XCOM werden sich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, wie kann er denkt da gar nicht nach, was er macht. Es ist tatsächlich so, ich möchte erstmal dieses Spiel ein Feeling dafür bekommen. Mhm. Und dann können wir uns gerne über Strategien unterhalten. Und, da hat es so viel. Oh ja. Oh, wie viel haben wir schon verloren? Ich glaube, wir kommen ja nicht mehr lebend raus. aber wir haben ja auch schon 2 umgebracht. Nee, 3. Ja, und? 2. 2. Ja. Ja. Aber du hast auch schon gute Schüsse gelandet, muss ich auch sagen. Also das ja, ne? Am Anfang habe ich immer mich die Erinnerung, dass die immer daneben schießen. Also ich habe letztens wieder eine Runde gespielt und nichts getroffen. Ich bin dann dazu übergegangen, nur noch Granaten zu benutzen. Weil am Anfang, weil sie einfach nichts treffen, ja. Gehen wir hier raus. Mit rechter Maustaste kannst du auch einfach in die Richtung gucken, ne? Mit rechter Maustaste in die Richtung gucken, genau. Und dann sehen wir hier dieses im Feld, haben noch 46. Ah, das passt genau für den Zielschuss. Sind dann zwar selbst angreifbar, aber... Okay. Weiter, hier geht's zum nächsten. Die Lyudmila sieht kein Alien, aber können wir schon mal dieses Alien hier einpacken? Wenn dir die Mission gelingt, wird alles eingepackt. Ah, okay, dann muss ich das. Also wir hoffen ja eigentlich drauf, dass wir nicht die Mission abbrechen müssen. Werden wir auch nicht. Du hast mich noch nicht so Spiele spielen sehen. Da bin ich viel zu stolz für, als dass ich irgendwas abbrechen würde. Wir sind halt auch am Anfang so ultra verwundbar, weil wir keine Rüstung haben. Ja. Das sollte vielleicht auch eins unserer frühen Forschungsprojekte sein, nämlich die außerirdische Legierung zu erforschen, okay. Dass wir daraus Rüstung bauen können, dass wir wenigstens mal so einen kleinen Schuss aushalten. Wir halten momentan, die fallen ja wie die Fliegen. Die kriegen einen Schuss und sind tot. Das hier ist der einzige Weg, glaube ich, zum UFO. Was das Tolle an UFO ist, an diesem, an dem Enemy Unknown, ist komplett zerstörbares Terrain. Ach. Du könntest jetzt einfach mit einem Schnellschuss einfach diese Hecke zerschießen und durchgehen. Ah. Und das haben sogar die meisten Fan-Remakes, es gab ja super viele Remakes und Nachfolger, das haben die meisten auch nicht, dieses komplett zerstörbare Terrain. Du könntest auch diese Steinwand kaputt machen. Aber da brauche ich mehr Feuerkraft für wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber ich würde sagen, wir machen eine kleine Truppe, die sich zum UFO begibt. Mhm. Und eine kleine Truppe, die sich hier noch um dieses Alien im Feld da kümmert. Ja. Andrea kann leider nichts mehr machen, außer... Oh, jetzt habe ich sie aufstehen lassen. Das ist eine Verschwendung. Es hat sich nicht mehr genug um zu spielen. Da stehen die da auf dem Präsentierteller. Nun gut. Ja, ist klar. Und ihr habt auch alle euch bewegt, dann los. Boah, wo kommt der denn her? Aber er scheint zu fliehen. Er flieht, ja. Aha. Hat er ein Zielfernrohr? Kann es sein? Der hat einfach schon eine bessere Waffe, ja. Und wenn er sich halt nicht bewegt und nur schießt, dann gehe ich mal davon aus, dass er da auch viele Vorteile hat. Okay. Aber wir wissen jetzt, dass dort ein Alien steht. Mhm. Dass wir mit unserer Superwumme mit einem Zielschuss abschießen. okay, Lyudmila. Nee. Na, zum Glück hat sie keine. Okay, in die Richtung drehen. Genau. Und wieder Zielschuss. Da haben wir genügend Zeiteinheiten für. Ja, super. Hatten wir das überhaupt schon mal getroffen? Das war, glaube ich, ein One-Hit. war hier im Feld nicht noch eins oder haben wir es auch? Ich glaube, das haben wir nicht getroffen. Das hat ja gerade die Frau da vorne erschossen. Okay, hier den Zielding wieder wegmachen und dann gehst du mal mutig, wie du bist. Hier durch und siehst
Nichts, okay. Es hat auch insofern eine große Tiefe, dass diese einzelnen Aliens sogar Ränge haben. Also eins von diesen Aliens hier ist der Commander zum Beispiel. Wow. Und der ist auch, glaube ich, bessere Stats und der ist meistens am Ende, sieht genauso aus, aber der ist am Ende in dem Raumschiff drin. Ne? Okay, dreh dich mal um, um hier auch was zu sehen. Zum Beispiel später ist es ein Ziel, dass du einen lebendigen Commander fasst, ja. Den musst du dann betäuben und so. Okay. Okay, wir haben die beiden hier noch, die sich um die Aliens kümmern. Mhm. Und die beiden. Ich glaube, wir haben schon die Hälfte der Crew verloren. Ja, aber es können ja keine Aliens mehr sein. Also natürlich die unsere Leute hier abschlachten, aber ist sie uns trotzdem gewinnen. Also, ich glaube, wir haben noch 3 Soldaten, richtig? Ja. Aber ich meine, das ist ja, weißt du. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen werden. Ich habe auch total, also am besten gehst du noch nicht jetzt in dieser Runde in das Buch rein. Was? Warum denn nicht? Weil du nicht genug Zeit anhast. Dann stell dich rechts neben die Tür. Wo ist die Tür? Die Tür ist da direkt vor dir, ja. Das ist die Tür. Ah ja, hier. Ja, okay. Und wir gehen jetzt am besten rechts davon, knien uns dahin, ja. Gucken zur Tür und hoffen, dass ein Alien rauskommt und wir es mit einem Schnellschuss, weißt du, vielleicht erwischen, mit so einem passiven Schuss quasi. Dann soll er sich hier in Deckung begeben. Ja, oder auf die andere Seite und wir gehen in der nächsten Runde mal zumindest reingucken. Ja. Oder so. Ja, also man muss hier wirklich sehr konservativ und vorsichtig spielen. Und wie du das machst mit dem... Hoppla. Oh, ihr... Ah! Oi. Hi, Jungs, na, wie geht's? Oi. Ist das eine Lavalampe? Okay, das muss ich dir ganz kurz erklären. Ich habe das früher immer so gespielt. Ja. Ich, früher wäre ich jetzt einfach zurückgegangen. Ja. Was du nicht kannst, weil du bist... Also eigentlich ist der Soldat tot. Ja, aber trotzdem hat er gehabt. Aber du könntest jetzt auf diese Lavalampe schießen, das ist der Antrieb. Die macht den riesen Bums und alle Aliens werden tot. Ah ja. Aber du, dieses Antriebsding ist auf bares Geld wert. Das ist sehr viel wert. Allerdings musst du entscheiden. Also mit dem, dieser Soldat, den sehe ich als verloren an, ja. Nö, ist er auf jeden Fall. Oder kann er noch hier hin? Nee, der hat noch 4 Einheiten, der kann sich vielleicht noch umdrehen, kannst du noch knien. Vielleicht treffen sie ihn dann schlechter. Vielleicht denken sie auch, oh, er kniet vor uns nieder. Hol dir mein Kissen. Ja, ich würde mich knien an deiner Stelle. Vielleicht hast du Glück. What the? Ich habe mich doch nur hingekniet. Scheiße. Warum sind die auch so aggressiv? Weiß man denn, was sie wollen von uns? Ich meine, haben wir ihnen was gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr so an die Background-Story. Ich glaube, ich weiß es nicht. Gut. Naja. Sie kann lass sie da sitzen einfach. Ja, ja. Es kann nur ein Alien nach dem anderen kommen, weißt du? Stimmt. Eine Granate wäre. Also, wenn wir das UFO zerstören, dann haben wir halt auch nicht die ganzen Technologien, die wir da haben. Und vor allem, wenn du von dieser Entfernung auf das Ding schießt. Ja, gehst man zur Geber selbst. Der garantiert. Das macht einen großen Bums. Okay. Diese Energiequelle. Ha, sie haben die Tür wieder geschlossen. Also, ich würde mich später drum kümmern. Ja. Aber erstmal, dass die irgendwie überlebt. Also. Ludmilla. So, geh nochmal. Vielleicht hätten wir auf einfach spielen sollen, auf Anfänger. Auf einfach, also bitte. Knien macht übrigens auch bessere Zielgenauigkeit. Ah ja, ich brauche aber jetzt alle. Ah ne, wir haben gar nicht so viele. Okay, dann knie mal einmal. What? Jedes Mal, wenn ich mich hinknie, schießen sie mir ins Gesicht. Okay. Das bedeutet, wir sind alleine gegen 4 Aliens. Richtig, du könntest. Du hast jetzt da rein. Und schieß mit meinem Super-Dings. Warte. Ja? Schieß lieber mit einem Schuss und dass du noch raus kannst wieder. Mit dem, was weniger Zeiteinheiten verbraucht. Dass du. Ich wollte jetzt eigentlich. Auf die Energiequelle? Ich bin Helden. Aber da ist das Alien im Weg. Ah! Ich glaube, du musst eh das Alien vor dir töten. Ja. Dann nimmst du die Zeiteinheiten jetzt. Rechtsklick erstmal. Um das. Genau. Ja. Dann schieß doch mit einem Schnellschuss drauf und geh wieder raus. Schieß auf das. Genau. What the? Sie hat doch praktisch. Okay, jetzt gehst du wieder raus. Geh wieder weg. Geh weg. Okay. Das ist deine einzige Chance, diese Mission irgendwie noch. Jetzt noch umdrehen nach. Da. Ja. Ja, und die Runde beenden. Ja. Ha, die trauen sich nicht raus. Ja, aber vor allem draußen sind vielleicht auch noch welche, ne? Ach. So viel können da gar nicht sein. Warum ist sie bewusstlos? Weil sie so stark verletzt wurde. Oh. Ah ja, ich habe auch schon letztes Mal mitbekommen. Wacht sie jemals wieder auf? Ich glaube, sie stirbt nur irgendwann. Ah ja, dann ist alles. Raumschiff ist verloren.
Bewertung miserabel. Ich finde ich nicht. Wir haben ein paar Außerirdische zerstört. Aber nicht geborgen. Nicht geborgen. Und auch unseren einzigen Skyranger komplett vernichtet. Was so viel bedeutet, wie wir müssten jetzt einen neuen bauen. Einen neuen kaufen, glaube ich, ja. Neuen kaufen. Aber anstatt das zu machen, würde ich vorschlagen, wir beginnen das Spiel lieber von neuem. Ja. Vielleicht auf einer Schwierigkeitsstufe, die auch für Anfänger geeignet ist. Ich denke sogar, dass du das, genauso wie du jetzt spielst, würdest du das schaffen. Ganz, also du spielst das jetzt ja nicht wie ein Berserker, ja? Ja. Ich glaube, du müsstest entweder auf Granaten umsteigen oder wirklich deine erste Mission erst machen, wenn du Laserwaffen hast. Ah ja, ich sehe. Aber... Nun denn... Ah ja, aber ich hoffe mal, ihr hattet einen schönen ersten Eindruck von XCOM UFO Defense, was wirklich eines der ganz wichtigen rundenbasierten Strategiespiele der Spielegeschichte auch waren. Immer noch ist. Und ja, vielleicht habt ihr Lust bekommen, reinzugucken. Ja, ich schau mal, ob ich mir jetzt wirklich noch eine zweite Runde antue. Wenn, dann kommen die ein paar Tage später erst online. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bedanke mich auch bei dir alle für die Tipps. Und bis dann, euer Egon Zoll.